Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Wir werden weiterhin mit Grasmähen weitermachen und sobald wie möglich sammeln und so Parameter reinfahren zur Silageherstellung. Dazu starten wir den Fahrer und zwar nächstpassenden Wegpunkt. Hoffen wir, dass er richtig fährt, ne? Jupp, macht er da richtig? Richtig. Gut, das läuft schon mal. Das ist ein Kurs, eigentlich für zwei Fahrzeuge gedacht. Also für Band. Ich mache es aber mit einem Fahrzeug. Und trotzdem kann ich mit zwei Fahrzeugen sammeln, Verband sammeln. Das Fahrzeug zum Mähen habe ich zwar nur ein, aber zum Sammeln kann ich ja zwei. Ist ja halb vorhanden. Deswegen mache ich das so. So, den Silage werden wir auch den wir mal weiterfahren lassen. Das ist derjenige, der jetzt die Silage verkauft an die BGH, weil ich die unbedingt leer haben will. Das ist nämlich das Problem, dass ich viel Gras habe, aber im Prinzip ja zu viel, ja, kein Platz für Gras, ne? So, dann nehmen wir gleich mal den Traktor nehmen. Das ist ein guter Traktor, der ist ziemlich schnell. Der fährt ja, 10,50. Der hat entsprechend Power. Der macht 65 km/h. Dann haben wir noch einen zweiten da. Der macht 70, den nehmen wir dazu. Nehmen wir mal den Krone. Fahren wir Richtung Feld. Vorbereiten. Wie gesagt, vorbereiten. Starten noch gar nicht mal. Das mache ich dann morgen wahrscheinlich. Erstmal nur vorbereiten. Fahrzeug zusammensuchen. Gewicht und so. Kontrolle, alles okay ist. Also, reparaturbedürftig. Tanken hätten sollen. Ja, wir werden gleich tanken. Wir werden gleich tanken. Das ist bei weit weniger als die Hälfte. Also ein bisschen zu gefährlich. Wir müssen wie viel fahren. Anführungszeichen. Kommt was zusammen. Also Brille nicht auf. Ja, ich kann neuerdings mit Brille nicht mehr so gut schauen. Keine Ahnung warum. Lesen geht ganz schlecht, in Anführungszeichen, aber die Fernsicht ist einfach ohne Brille aktuell besser. So, das war schön getankt, ne? 665. Ja, ich habe ja noch Silage in der BGH, muss ich mal sehen, ob ich auch noch verwerten kann irgendwie. Fabrik ist auch ideal, ne? Du fährst runter, fährt die Runde und ist dann entsprechend jo, fertig und erledigt, ne? Und bei der Regal brauchst du einen Radlader und dann kannst du theoretisch mit dem Radlader aufladen, ne? Aber wenn das nun genau funktioniert, dann muss ich mir was überlegen, ne? Gegenverkehr. Das ist auch Dreifahrer für die Lage. Hupen. Oh, schön voll. So. Ja, die Wiese wollte ich jetzt schnell wie möglich abernten. Das heißt, runter mit dem Gras. Und dann sofort die nächste Aussaat vorbereiten: Mais. So, fahren wir ran. Also einmal ist Gras gemäht worden gestern, also im Spiel, also gestern Nachmittag und jetzt das Grüne ist heute Vormittag begonnen worden. So. So, den nächsten holen. Zack, zack. Und da ist ein Zaun vor.
Geht nicht Bahn. Bahn geht nicht. Jo. Ich glaube, gestern mit 2K gestreamt. Aber das lief ja ganz gut. Also, es gab keine Probleme. Nur, dass der Rechner ein bisschen heiß wurde. Aber gut. 70 Grad ist nicht heiß, ne? Der Spielerechner übrigens weiß ich jetzt gar nicht, aber bei 70 kann schon knappe 78 Grad, fast 80, das kann schon passieren. Guck, geht aber schneller, ne? Mal gucken, wo wir uns in. Ich glaube, den haben wir hier sogar. Tag, Hu. Ja, genau. Doch gar nicht. Ah, hab ich gedacht. Da macht nichts, den Strom werden wir einfach hinstellen und den anderen Ladewagen nehmen. Wir brauchen jetzt dafür kein Gewicht. Wir fahren ja nur Gras. Anhänger sind eigentlich vom Gewicht her optimal ausgestanziert, also dass man keine Last auf dem Deichsel sein sollte, rein theoretisch. Also ist ein Gewicht in dem Fall nicht notwendig. Es würde nur unnötig den Boden verdichten oder so, ne? Wo ist denn Schunimarke? Da haben wir extra einen Kurzfeldkurs. Das ging jetzt zwar auch mit Autodrive, aber da müsste ich mir erstmal überlegen, wie das funktioniert. Soll ich mit Kursplay alles das erledigen, weil das schon mal alles mal gemacht habe. Das klappte ja sehr gut, ne? Muss nur schauen, dass die anderen beiden sich nicht über den Haufen fahren, ne? Mit Autodrive. Eigentlich fahren sie alle dieselbe Richtung, also mehr oder weniger. Also nicht entgegengesetzt, also ist schon ein bisschen System dabei. Weil auf dem Kurs bei mit zwei Fahrzeugen musste ein Mann-System fahren oder du fährst also links und rechts, also hier Plattenweg geht da nur eine Richtung. Entgegengesetzt ist schwierig, ne? So, da sind wir schon mal angekommen. So, Nummer 1 und Nummer 2. Die gelbe ist Nummer 2. Machen wir so, ne? So, dann werden wir gleich einsteigen im Grün und den Kurs von den anderen kopieren. Das heißt, hier Feldarbeit erstmal rein theoretisch. Ich habe damals hier das gespeichert und zwar unter Feld 28. 28 Feld 38 Million Watt. Achso, ist eine andere Geschichte. Wir müssen jetzt Feld 47. 12, 11, 38. Ernte, Hochsilo. Was ist das hier? Das ist irreführend, aber ist halt so, da bist du links und jetzt einmal der Kurs und dann muss der Kurs gewendet werden. Und zwar also hier von kam sie, T kam sie. Keine Ahnung. Feld Heutrocknung, Beführung, Silage, Feld von Feld 38, also. Das müsste der normalerweise sein. Naja. Den starten wir schon mal.
Gut, der fährt immer dahin. Kommt mir auch recht. Aber der fährt mir voll in den Haufen. Und du bist jetzt. Wieder 28. Irreführend, ne? Aber es, ich habe immer so gespeichert. Ich habe da vertippt, kann man sagen, oder übersehen. Dann bist du rechts, das passt. Und wir hängen Kurs an. Ich hatte ja im Prinzip einmal so gemacht, dass ich im Prinzip das So, das passt noch nicht ganz. Ich werde mal ein bisschen fahren lassen, dass ich genau den Schwad einstellen kann, ne? Dass er den genau nimmt. So, das müsste passen. Passt. So, das funktioniert schon mal. Das Sammeln zumindest. So. Und jetzt machen wir den zweiten. Der muss jetzt irgendwo rumschwirren, ne? Den müssen wir jetzt auch entsprechend einstellen auf die richtige Spur. Dass er da entsprechend deswegen habe ich so einen schnellen genommen mit 63 und mit 70 km/h, dass die halt wenig Verluste in der Zeit haben mit ja, der Fahrstrecke. Ne? Und die nötige Kraft haben die auch alle beide für Sammeln. Das geht schon. Und nur schauen, dass er entsprechend hier oder sie, das ist in dem Fall egal. Ne? Hauptsache, das wird gesammelt. Ne? Aktuell soll, naja, ich bin ja echt dran, ja, ist er, ne? Aber KI kann theoretisch auch ein sie sein. Mal schauen, dass er das hinkriegt. Wie gesagt, nachher muss ich nacharbeiten. Ich weiß nicht, warum er das so macht, dass er im Prinzip Nebenkurs fährt, also nicht direkt, keine Ahnung. Jetzt habe ich es eingestellt, jetzt werden sie beide sammeln und entsprechend auch zur Silage fahren, ne? Also zur Fragmentäter, wie das heißt hier. Mal gucken, wie das Ding heißt hier. Mir fällt der Name aktuell nicht richtig ein. Oder ich kann es nicht aussprechen. Ferrameter. So, hier soll der Prinzip jetzt nachher Dings rein. Weiß. Das heißt, wir müssen unsere Seemaschinen klar machen. Wir müssen Sarko kaufen. Da wäre sinnvoll. Wir würden auf gut Deutsch. Er sammelt alles weg, das ist gut. Vor allen Dingen beide getrennt. Dadurch kommt die sie nicht so oft in der Querraum jedenfalls. Der ist fast fertig. Ich brauche einen Traktor. Und zwar für den Überladewagen. So, nach vorne. Ich hatte mal zwei gekauft, weil ich gedacht habe, ach, jetzt kannst du mal theoretisch
beim Schneeräumen mit zwei arbeiten. Klappt leider nicht, das Teil senkt sich so nicht. So. Müssen wir ganz kurz. Und dann werden wir ganz kurz zum Landhandel Müller fahren und dann Saatgut und Dünger kaufen. Brauchen wir sowieso. Überladewagen haben wir dafür vielleicht da zu liegen, zu stehen. Und den nehmen wir dafür. Können wir nachher die Aussaat vorbereiten. Unsere Spezialtraktoren. So. Kurz Innenansicht. Dann machen wir kurz die Aufs von Landhandel Müller. Beide eine Firma, aber das kann sie, weiß ich ja, aber das sagt wieder. Sagt mir jetzt nichts. Ich weiß nicht, wer es ist. In der Firma. Wenn er in der Firma. Das klang überall so. Naja, gut. Werden wir rausfinden. Nächste Woche. Wenn ich andermal Löcher treffen. Wenn ich mir daran denke, dann muss ich mal nachfragen. So. Nehmen wir auch gleich mit, sagt gut. Brauchen wir sowieso. Das ist ein ziemlich großes Feld. Da kommt Mais rein. Da werden wir entsprechend dafür auch die nötige Saat auch brauchen, ne? Und Dünger. Dünger wird teuer. Naja, ich habe ja Geld genug. Wie gesagt, ich will ja auch das Feld Nummer 8, 29 kaufen. Nach Möglichkeit hoffe ich, da die Omission für gibt für 29. Mal gucken, ob es eins gibt. Alle anderen Felder sind mir noch nicht so interessant. 18 Düngen, das wäre noch recht gut, aber weit weg. 53 Düngen ist auch nicht um die Ecke. Das ist alles. Nicht um, ist nicht, das hab dafür nicht die Zeit. Wir bereiten es vor, die Aussaat, und wenn das bei Feld Nummer 47 und 41 nicht klappt, da knallen wir auch noch Mais rein. Oder so, ja, geht auch. Und dann ist es gut. Auf 7. Auf 5. Na gut, fahren wir bei, egal. Da ist schon unser. Ach, der hat das erste Mal leer gemacht. Wie schön. Wie gesagt, die Aussaat vorbereiten. Das heißt, das Obst. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Morgen geht's weiter hier. In Thüringen. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.